Dass sie wieder toll krumm bezahlen. Ah ja, langsam sind wir auch wieder an der Stelle, wo wir wieder 8 Leute zum Fletten stecken können. Weil der Weg einfach lang wird. Warum auch immer ihr da jetzt wieder löchern müsst, bis geht nicht mehr. Ich hab dir gesagt, sammel den Stein auf. Dann eben so. Also ja, bald nur noch 4 Ebenen. Da ist das Stück da auch weg. Müssen wir mal hier die Rampe so weit abtragen. Hier sind sie ja noch gut beschäftigt mit der löchrigen Geschichte. Oh, jetzt führen sie hier hinten wieder um. Warum hat da einer wieder 15 gebracht? Warum bringt da einer 12? Okay, da bringt einer 13. Gut. Dann nimm den Rest auch gleich mit. Die wollen einfach nicht die beiden, die drei Felder da noch auffüllen. Oh, jetzt fangen sie damit an.
Yay. So. Oh, und die Sonne geht mal wieder langsam unter. Wir müssen uns einen schönen Sonnenuntergang ansehen. Und dann bleibt die Sonne gleich wieder stehen. Da geht die Sonne unter. Jetzt würde sie im Meer versinken. Blub, weg mit der Sonne. Es ist dunkel. Naja, Gott sei Dank noch nicht richtig dunkel. Dafür werden langsam die Steine weniger. Und wieder Kugelzahlen. Egal. Hey, die haben hier ganz schön viel schon von der viertletzten Ebene abgetragen. Ja, und wenn ich so arbeite, ist das irgendwie effizienter, als wenn ich jetzt... hier schieben würde. Also erst hier, dann hier, dann hier, dann da, dann da, dann da. Ist es so irgendwie effizienter. Bis jetzt jedenfalls. Von hier aus sieht man unser Glowstone leuchten, unser Arbeitslager sozusagen. Ich glaube, wir haben uns noch nie die Geräte so von nahen richtig angesehen. Können wir auch mal machen.
Also ja, das ist ein Archimitisch, soweit ich weiß. Nee, das ist eine... Wie heißt sie? Also doch, ein Laboratorium. Ist das hier. Waffenständer. Der Hackblock mit der umschaussehenden Axt. Unser Ofen. Ah, das ist der Webstuhl hier drüben. Ja. Das ist die Werkbank, die ganz normale, mit dem Hammer. Das ist die Schmiede mit dem Schmelzofen und dem Amboss. Labor hatten wir gerade. Das ist der Altar. Der hat hier unten einen etwas größeren Ring für so Kristalle, so wie es aussieht. Und zu guter Letzt der Maschinenworkshop. Mit der großen Lupe, wofür auch immer man die da braucht. Dann haben wir unser Katapult. Snare Traps. Und eine billige Holztüre. Eine ordentlich aussehende Türe. Und eine Stahltür. Und dann natürlich die ganzen Kristalle, also der blaue, der Pylon, die Laterne, die sieht komplett anders aus. Das hier ist unser Schießgerät. Sagen wir so, Heilung und Sentinel sehen ziemlich gleich aus. Und auch der Capturing Ward. Das wollte ich nicht. Also wenn man die so dann nebeneinander stellt. Sehen sie recht gleich aus. Gut, beim Capturing Ward ist der Kristall niedriger als bei den anderen beiden. Das ist der einzige Unterschied, den ich jetzt so sehe. Direkt erkenne. Dekobatterie können wir uns auch mal angucken. Fenster. Doppelfenster. Eine Ritterstatue. Kleines Gemälde. Großes, breites und hohes Gemälde. Das war's auch schon mit der Dekoration. Marlons. Parapets, Marlon Corners. Plugs. Ja, hier ist auch nichts Besonderes. Also, super. Und das dann wieder abreißen. Oh ja, unser Stein nimmt ab. Seid ihr jetzt schon dabei? Ja, ihr... Nee, ihr seid immer noch bei der viertletzten Ebene. Wie sieht's bei euch aus? Schafft ihr euch langsam voran? Langsam ist gut. Ihr macht wieder einen richtigen Flickenteppich. Dadurch dauert das wieder eine halbe Ewigkeit, bis ich mal verschieben kann.
Ja, niemand will die Ecke hier auffüllen, mal wieder. Naja, von der Seite sieht es auch toll aus, dass es schön eben ist mittlerweile. Die Ecke habe ich doch noch, oder? Ja, die ist noch im Einzugsbereich. Los, füllt die Ecke da auf. Nein, tun sie natürlich nicht.